Wie ein Dornröschenschloss wirkt das mehr als 100 Jahre alte Gebäude in der Charlottenburger Mollwitzstraße. Die frühere Geburtsklinik hat als Krankenhaus längst ausgedient. Seit 8 Jahren hausten hier nur noch vereinzelte Obdachlose und Drogenjunkies. Vandalismus und Zerstörung drohten. In der Kapelle war die Denkmalpflege sehr besorgt um das Denkmal, weil natürlich erste Schmierereien passiert sind. Wir haben das Gebäude gesichert. Wir haben auch die ganzen Klinikeinbauten, die bereits durch Homeless und Obdachlose zerstört wurden, ausgeräumt. In dem denkmalgeschützten Komplex sowie in 15 Einzelbauten auf angrenzenden Flächen sollen insgesamt etwa 600 Eigentumswohnungen entstehen. Wir mussten eine Reihe von Überlegungen anstellen, um die räumliche Disposition des Krankenhauses, also klassischerweise ein großer zentraler Flur mit großen Räumen, die für Gruppenkrankenzimmer gebraucht wurden, in zeitgemäße Grundrisse zu untersetzen. Und wir haben natürlich auch eine Menge Zeit darauf verwandt, zu überlegen, wie wir die Technik, die es eben braucht, Aufzüge, Leitungen und so weiter, so diskret unterbringen, dass sie die Gestalt des Denkmals nicht negativ beeinflussen. Parkplätze wollte man dem Schlossambiente nicht zumuten. Also verlegte der Architekt die gesamte Verkehrsinfrastruktur unter die Erde. Die Tiefgarage macht es uns möglich, einen komplett autofreien inneren Blockbereich, einen Garten zu schaffen, der nur für die Bewohner und die Nutzer für die Erholung da sein soll. Zwischen 2.700 und 4.500 Euro soll der Quadratmeter Wohnraum kosten. Komfortabel, aber nicht luxuriös sollen die bis zu 200 Quadratmeter großen Wohnungen sein. Der Bezirk begrüßt das Projekt. Es entstehen zwar keine Sozialwohnungen, andererseits musste kein Mieter vertrieben werden. Vielmehr habe Charlottenburg ein saniertes Denkmal hinzugewonnen. Dieser Raum, der hier leerstehend ist, in der bestehenden Altbausubstanz, zuzüglich dieses großen Grundstückes, was ja verbaut werden muss, um hier diese Ecke dieses Stadtteils zu einem lebendigen, urbanen Lebensraum werden zu lassen. Diese Tatsache, die hat sicherlich dazu beigetragen, dass der Bezirk hier sehr positiv und interessiert ist, dass dieses Projekt jetzt an den Start kommt. Der erste Bauabschnitt startet im kommenden Frühjahr, doch schon jetzt sind 30 Wohnungen verkauft. Es hat eben Charme, dort zu wohnen, wo frühere Generationen das Licht der Welt erblickten oder vielleicht sogar man selbst.